Liebe Online-Gemeinde, in meinem Bücherregal habe ich ein Buch wieder gefunden, das ist geschrieben worden von dem Lothar Zenelli. Der Lothar Zenelli, das war ein katholischer Priester in Frankfurt, der hat in den letzten Jahrzehnten viele Texte und Lieder geschrieben. Davon stehen auch ein paar in unserem Gesangbuch, aber leider auf Hochdeutsch. Der Zenelli, der hat aber auch Texte auf Frankfurterisch geschrieben, zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte, die ursprünglich einmal der Lukas und der Matthäus erfasst haben, die hat er quasi ins Frankfurterisch übersetzt. Ich selbst bin Jahre Frankfurter Bub. Durch einen glücklichen Zufall bin ich zwar jetzt hier in Oberhessen gelandet, aber aufgewachsen bin ich in Frankfurt. Und in Erinnerung an meine alte Heimat lese ich nur die Weihnachtsgeschichte vor, wie sie der Lothar Zenelli mal aufgeschrieben hat. Ich hoffe, auch die Oberhessen unter Ihnen können das verstehen, aber ich gehe mal davon aus. Ich lese jetzt aus Lukas 2 und dann aus Matthäus 2 die Weihnachtsgeschichte. Also, aufgepasst und zuhören, es geht los. In der Zeit ist damals gerade eine Verfügung rausgekommen vom Kaiser höchstpersönlich, vom Augustus. Der hat sich in den Kopf gesetzt, dass überall in seinem Reich die Leute aufgeschrieben werden. Er wollte nämlich partout feststellen, wie viel der Sinn und wo sie all wohnen und ob sie auch all ihre Steuern bezahlt tun. Das war eine ganz neue Idee, die sie sich da ausgeknobelt hatte. Und das erste Mal, dass sie es so genau wissen wollte, damals, wie der Quirinius Overmajoris im Land war. Naja, was wollen die kleinen Leute anders denn machen? Da sind sie halt losgezogen, um sich ihr Formular abzuholen. Jeder hat da hier gewusst, wo er her gewesen ist. Ach, der Josef hat seine Sache gepackt und hat sich auf die Socke gemacht. Von Nazareth over in Galiläa aus, wo er gewohnt hat, nach Judäa, in das Städtchen, wo die Davids her waren, nach Bethlehem. Dort wollte er sich mit Maria, die schon im 9. Monat war, in die Liste eintragen lassen. Und kaum waren sie dort, war es auch schon soweit. So hat sie ihren Sohn, ihren Ersten, auf die Welt gebracht. Sie hat ihn in Windeln eingewickelt und in eine Krippe gelegt, wo sonst die Kühe und Ochse draus fressen. Nirgends sonst hatte sie nämlich ein Plätzchen gefunden, weil alle Gasthäuser gestoppelt voll gewesen sind wie überstaut. Und nicht das kleinste Stimmelchen mehr übrig war. Da in der Nähe habe damals unter dem freien Himmel draußen ach so ein paar Schafhirte gesessen. Die haben das nachts als ihr Viecher bewacht. Und wie die da so hocke und wie sie vor sich hin lese, ist auf einmal ein Engel vom lieben Gott selber vor ihnen aufgetaucht. In dem Moment ist es auch schon hell gewesen und von ihm göttlicher Glanz sind sie angestrahlt worden. Da sind sie erschrocken und haben sich gefürcht und geduckt, wie Katz, wann's donnert. Aber der Engel hat zu ihnen geredet: Na, keine Angst, tut euch nicht feste. Ermords Freud hab ich euch auszurichten, was ganz Schönes, wo jeder was davon haben soll. Dann in David seiner Stadt triffe, ist euch heute einer geboren worden, den der Herrgott selber euch geschickt hat, Christus, der Herr. Und da sollt ihr das erkennen, ihr werdet klar goldig Bubsche finden, in Windele eingewickelt, das liegt im Emelstall in ihrer Futtergrippe. Und schwupp, ist neben dem Engel ein ganzer Haufe von himmlischer Heerschare gewesen, die habe vor Freude gesungen und gejodelt und habe der liebe Herrgott hochleben lassen, Ehre habe sie gerufen und hoch der Herrgott, hoch! Und jetzt soll's Friede geben auf der Welt, denn unser Herrgott hat seinen Menschen gern. Wie sich die Engel nach all dem Spektakel und Gedehs wieder in Richtung Himmel fortgebracht hätte, da haben die Schafhütte zueinander gesagt: Jetzt aber nix wie los und in Nürnberg nach Bethlehem. Jetzt wollen wir doch gleich einmal gucken, was da passiert ist, was uns der Herr Herrgott uns da für Sach hat erzählen lassen. Und schon sind sie losgesaust, so schnell sie konnte. Unmerklich. Haben sie dann Maria und Josef gefunden und das Kindchen in seinem Futterkrippchen. Und sie haben es bewundert und haben erzählt, was sie von dem Glasigelskerlchen schon alles gehört hatte. Da haben die Leute ihr Nasenlöcher aufgesperrt und ihr Haare und haben noch gestaunt über das, was die Kerle da so geredet haben. Maria aber hat sich in ihrem Herz alles gut gemerkt und drüber simuliert. Ja, und dann habe die Hirte sich verabschiedet und sind wieder heimgezogen.
Merze noch lang, singe und bete Herrn. Sie waren ganz mir Schucke, voller der Freud, weil sie des als gehört und gesehen hatte und weil der Herrgott so sach, kat ihne verrat hat. In derer Zeit ist der Herodes kenisch gewesen. Und eines Tages ist plötzlich eine wissenschaftliche Kommission in Jerusalem aufgetaucht, so gelehrte und gekrönte Häupter irgendwo aus dem Osten. Die haben alle Leute in der Stadt gefragt, wo der neugeborene König zu finden wäre. Sie hätten im Orient seinen Stern registriert und wollten ihm eine große Operation machen. Natürlich hat es auch der König Herodes zu Ohren gekriegt. Und gleich ist er vom Stuhl gefallen vor Schreck und sein ganz Sippschaft mit ihm. Die ganze Oberpriester und Professoren aus der Gegend hat er zusammentrommeln lassen und hatten die Frage vorgelegt, wo der Heiland geboren werden sollte. Da haben sie all die Käpp zusammengesteckt und sind dann miteinander zu dem Resultat gekommen. Zu Bethlehem soll das passieren. So steht's beim Prophet geschrieben. Du, Bethlehem, bist nicht das letzte Kaff unter der prominenten Ortschaft, denn aus dir wird einmal der Fürst über mein ganz Volk Israel kommen. Da hat der Herodes die ausländische Kommission auf Zehenspitze zu sich kommen lassen und wollte genau wissen, wann sie den Stern das erste Mal bemerkt hätte. Danach hat er sie nach Bethlehem geschickt. Dort könnte sie erst einmal nachgucken. Später soll sie dann Bescheid geben. Da wollte er nämlich auch hingehen und gratulieren. Wie sie das gehört hatte, sind sie losmarschiert. Und bald habe sie auch den Stern aus dem Marschland wieder gesehen. Der hat ihnen den Weg gezeigt. Haargenau über dem Ort, wo das Kind war, ist er stehen geblieben. Gar Wunder, dass sie sich mordsmäßig gefreut habe. Dann sind sie näher getreten und habe das Kleine beguckt und Maria, seine Mutter. Auf die Knie haben sie sich geschmissen und haben ihr Komplimente und Lobsprüche entgegengebracht. Ihr Tasche und Koffer haben sie aufgemacht und die Geschenke herausgeholt. Goldstiegelchen, Weihrauch und so ein Myrrezeug. Aber dann, in der folgenden Nacht, hat ihnen all dasselbe geträumt. Sie sollte auf keinen Fall wieder retour gehen zum Herodes. Naja, da sind sie eben auf dem anderen Weg, armgezogen in ihren Orient. Soweit die Weihnachtsgeschichte von der Lukas und der Matthäus, so wie es der Lothar Zanetti auf Frankfurterisch übersetzt hat. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.